Hi Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Zeidus. Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Borussia Mönchengladbach heim gegen die Bayern. Anstoß für die Bayern und los geht's in den roten Trikots für die Bayern. Sie kommen direkt wie aus der Let's Party. Kramer. Christoph Kramer. Heute ist es DFB-Pokal. Ist es ein bisschen wichtiger? Gewinnen die Bayern oder verlieren sie diese Partie? Korotor, Tolisso. Coman, schön mit dem Kopf. Ballverlust von ihm. Johnson. Ball ist im Außeneinwurf für die Bayern. Und jetzt Juan Bernat. Ist der immer vorne? Ich werde den gleich verkaufen, ey. Meine Fresse, immer bist du vorne. Du kleine... Rafinha, du kleiner Fettsack, Alter. Lappen Lelek. Ah, langer Ball zu Robert Lewandowski. Doch der Ball geht zu Strobel. Raphael. Und jetzt. Lewandowski. Nächster Ballverlust. Geil. Hol doch den Ball. Komm noch mal. Ja, zack. Ich hab doch gepasst, Junge. Was ist bei dir schief gelaufen? Wohnmaschinen auf Kopf gefallen? Nein, die wollen Stress. Eindeutig Stress, Junge. Der heult herum. Soll er da herumheulen, Alter. Juan Bernat. Kein Abseits. Und Lewandowski. Lewandowski. Kein Abseits. Und 1-0 Bayern. Kein Abseits. Und Robert Lewandowski. Mit dem 1-0 für die Bayern. Und jetzt, was passiert? 1-0 für die Bayern. Alles das Gleiche. Sie dürfen sich freuen. Doch die Bayern-Anhänger wollen viel mehr. Doch die Gladbacher kommen jetzt mit so einem Fehler von Juan Bernat. Hofmann. Jonas Hofmann. Er mit dem Ballverlust. Lewandowski kriegt den Ball nicht. Oskar Wendt. Momentan ist die Partie für die Bayern und Raphael. Erste Riesentorchance. Lewandowski setzt sich im Kopfballduell durch. Und jetzt Kingsley Coman. Heulsuse, Heulsuse, la 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 la. Einwurf für die Bayern. Und Lewandowski, der haut den ins obere Eck rein. 2-0 Bayern. Wenn sie sich das an Robert Lewandowski schießt und er schießt das Tor auch voll gut. Zurzeit steht es 2-0 für die Bayern.
Einwurf, Gladbach. Und Oskar Wendt. Eckball. Kingsley Coman hat das schnellste Tempo. Und der hat das Tempo auch dafür. Und Müller, 3-0 Bayern. Gut gemacht von Kingsley Coman. Da war er zu schnell und Müller mit dem 3-0. Und jetzt die Gladbacher. Rafinha ist schneller als Johnson. Sanchez und Coman auf Lewandowski. Und Lewandowski, da ist das 4-0 für die Bayern. Robert Lewandowski. Macht das 4-0, macht seinen Dreierpack voll. Und er macht die Bayern glücklich. Drei Tore für ihn im DFB-Pokal. Und jetzt Kingsley Coman, glaube ich, der schnellste Spieler dieses Spiels. Wird der ausgewechselt? In der 60. Immer kann sich das der Trainer vom FC Bayern überlegen. Eigentlich tut der Coman immer weg, weil er dann ein bisschen K.O. ist. Aber heute ist ja nicht so viel K.O. Also nicht viel, nicht wenig. Genau, halt in der Mitte. Und Douglas Costa nochmal. Und jetzt in der 45. Minute. Und nochmal. Und nochmal. Die Bayern die ganze Zeit mit den Riesenchancen. Doch jetzt ist es eigentlich mal Schluss. Die Bayern mit 4 Toren bis zur ersten Halbzeit. Ich bin begeistert. Julian Korb. Coman holt sich den Ball und er wieder im Tempo. Er ist fast zu schnell und er schießt heute auch noch ein Tor. Kingsley Coman hat es sich wirklich verdient. Er hat das Tempo immer für die Bayern. Er ist gut. Er kann. Er ist in einer guten Form. Kingsley Coman mit einem Tor und mit, glaube ich, 3 Vorlagen. Oder 2, weiß ich nicht. Und jetzt Douglas Costa. Der hat auch immer noch ein Tempo. Er verliert den Ball gegen Kolodziejczak. Und jetzt Tolisso holt den Ball zurück. Douglas Costa hat auch immer das nötige Tempo. Heute vielleicht nicht. 1-1 Nürnberg-Wolfsburg. Und er macht den Alleingang. Costa kann Alleingänge. Das wissen wir. Kann auch Freistöße sehr gut. Dieses Spiel für
Gladbach ist gegen Frankfurt. Und jetzt doch noch die Bayern. Sie wollen mehr Tore. 2-1 für Köln gegen Erzgebirge Aue. Einwurf für die Gladbacher. Fabian Johnson. Und Robert Lewandowski. Der Ball kommt zu den Gladbachern. Dennoch haben die Gladbacher jetzt nach dem 5:0 schalten sie sich mehr wieder ein. Doch abseits. Und mir fällt auf, ich muss Costa, Coman. Soll ich Coman wirklich drin lassen? Weil Costa hat jetzt nicht ein überragendes Spiel gezeigt. Aber Coman werfe ich jetzt auch nochmal aus fürs nächste Spiel. Müssen wir ihn fit halten? So. Und Arjen Robben konnte letzte Partie kein Tor schießen, weil er ausgewechselt wurde. Und heute kann er das Tor schießen. Nico Schulz. Alaba. Tolisso. Korontor, Tolisso und Arjen Robben. Robben hat das Tempo immer für Tore, aber in den letzten Tagen hat er gar keine Tore mehr geschossen. Fabian Johnson. Ballverlust und wieder Bayern. Jetzt Robben. Jetzt sieht man es. Jetzt kann man Robben verstehen. Er will den Robben machen. Und jetzt Raphael Manuel Neuer. Er will den Robben machen. Dennoch jetzt Raphael mit dem Ballverlust. Christensen, Dahoud und Nico Schulz und jetzt Arjen Robben. Achten Sie jetzt auf den Holländer. Was er macht, was er tut und was er alles kann. Hier sieht man Arjen Robben, wie er in die Mitte rennt. Er will sein Tor. Der Holländer. Foul von Korontor Tolisso. Dahoud, Johnson und wieder das Foul von Korontor Tolisso. Johnson und Manuel Neuer. Und jetzt Korontor Tolisso auf Robben und Robben, der hat das Tempo. Robben. Der ist fast mit einem Tor da. Und jetzt wieder Robben. Robben ist einfach enttäuscht von sich selber.
Robin. Und das ist fast sein Tor. Das wäre das 6:0 gewesen. Sommer. Die Gladbacher wollen jetzt noch mal schnell spielen. Patrick Hermann gegen Bernhard. Hermann bringt die Flanke. Johnson. Johnson. Doch er schießt das Tor nicht. Und die Bayern gewinnen mit dem 5:0. Ja. 2:1 für Köln gegen Erzgebirge Aue, 2:1 für Wolfsburg gegen Nürnberg und 2:0 für Freiburg. Ja, nächstes Spiel. Gegner, Trainer bei Augsburg ist Kleinstadtmentalität das Problem. Ja Leute, das war's mit diesem Video. Like das Video, teilt das Video, abonniert meinen Kanal und ciao.